Was kannst du mir über die Alchemie beibringen? Leider gar nichts. Mana können wir lernen, aber leider können wir Alchemie nicht lernen. Naja. Schade, schade. So, hier im Banditenlager haben wir sonst gar nichts zu tun. Wir könnten ja noch ein paar Kräuter verkaufen, lohnt sich aber nicht. Deswegen beamen wir uns jetzt mal in die Vulkanfestung. Ladebildschirm und vorbei. 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 Jetzt ist nicht die Zeit zu reden. Nee, jetzt ist die Zeit, dämlich an Ort und Stelle zu stehen, die ganze Zeit in irgendeiner pseudo-heldenhaften Pose oder was. Mann, 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 nichts nutzelender. Jetzt ist nicht die Zeit zu reden. Ich rette die Welt, ich rette die Welt. Verstehe ich immer nicht. Dass der Held, vor allen Dingen in Rollenspielen, muss der Held immer alles machen und alle anderen stehen irgendwie nur rum. Da ist niemand jemals zu irgendwas nütze, außer vielleicht mal eine Tür zu öffnen oder sowas, weil er gerade mal einen Schlüssel für irgendwas hat. So, was wollte ich denn... Irgendwer muss mir hier sagen können... Was es mit den Echsenmenschen auf sich hat. Die Ordenskrieger sollen noch das wissen. War hier nicht irgendwo so ein... Nee, war hier nicht. Hier auch nicht. Ich dachte, hier wäre irgendwo so ein Buchladen gewesen. Also ein... A Point of Wissen quasi. Aber wenn es der Ignatius nicht weiß, wer soll es denn dann wissen? Ich frage mich gerade, ob wir da vielleicht... Wenn wir hier rüberspringen können, war das hier, wo wir das konnten? Und dann nach oben kommen, kommen wir dann mit der Levitation weiter zu einem schönen Easter Egg oder so? Ich weiß es nicht. Will jetzt aber auch nicht wieder alles rumprobieren. Was gibt's? Nichts, ich spreche jetzt alle Leute an. Gerade nicht. Raus! Schnauze! Ich will dir mal was gucken. Ja, verschwinde! Hier vielleicht. Rufus. Was kannst du mir beibringen? Offensichtlich nichts, was ich brauche. Mist. Hier geht's doch bestimmt auch nochmal irgendwann rein. Huchbank. Hier war auch noch dieser Thron im Friedhof, ne? Mit dem könnte es ja auch noch irgendwas auf sich haben, was wir jetzt noch nicht wissen. Hui! Nein, jetzt nicht. Na gut. Wollt nur mal gucken, um sicher zu gehen. Du hast doch bestimmt noch was vor. Ja, deswegen frage ich hier alle Leute. Was ist? Was gibt's? Das weiß doch bestimmt keiner hier, was mit den Echsenmenschen auf sich hat. Ich dachte, ich kann jetzt mal die Story ein bisschen vorantreiben. Reden, reden. Alle gibt's Probleme. Ach, Schnauze. Ja? Keiner weiß hier irgendwas. Ich will jetzt nicht mit dir reden. Ist was? Keiner weiß was. Schmiederohling, lass uns handeln. Naja, egal. Alles egal. Was gibt's? Nö, nichts. Was ist los? Die Apple lasse ich mal irgendwo überliegen. Ich könnte die wahrscheinlich alle einsammeln, vermute ich mal. Ich gehe hier mal ganz kurz in die Gruft runter und will mal schauen, ob sich hier vielleicht noch mit neuem Wissensstand irgendwas ergibt. Wahrscheinlich aber eher nicht. Hier haben wir einen roten Teppich, hier haben wir Bänke und hier haben wir noch den Thron. Aber sonst war hier nichts, nee. Hier war doch der eine Schlüssel und so. Und die Truhe. Haben wir die schon geknackt? Ach klar haben wir die geknackt, dafür war der Schlüssel wahrscheinlich da. Hat sich ja gelohnt, hier nochmal herzukommen. Naja, egal. Ich dachte, hier wäre vielleicht ein fieseres Rätsel versteckt, aber leider falsch gedacht. Nun gut,
Wir haben das Geheimnis des Osttempels erkundet. Lass mal die Echsenmenschen mal außen vor, wenn hier keiner was sagen will. Dann bleibt uns eigentlich nur noch der Eldrick, ne? Teleportsteine, Kristallscheiben. Dann gehen wir mal zum Eldrick. Würde ich sagen. So, hier links rum, jawohl, und dann wieder raus. Allzu weit sind wir da nicht entfernt, da können wir nochmal schnell hier langlaufen, das ist ja easy going. Huch, stand er schon immer hier? Ich brauche Ruhe. Hier haben wir alles? Ja, hier haben wir alles. Nur mal vorsichtshalber geguckt. Okay, dann müssen wir jetzt zurück zum Druiden. Das war ja gar nicht hier, das war ja ganz woanders. Ach, das ist ja da hinten, wo wir durch die Höhle müssen. Gut, dann haben wir jetzt leider einen kleinen Laufmarsch vor uns. Ich hoffe, das stört nicht. Ist ja einigermaßen schnell erledigt. Ich würde am liebsten... Ich könnte doch eigentlich... Was würde denn passieren? Pass mal auf, ich probiere gerade mal was. Das könnte uns auf jeden Fall eine Menge Weg sparen. Ich glaube nicht, dass wir da hinten hochkommen. Vielleicht schaffen wir das. Mal gucken. Abspeichern und Levitation. So, ach, klappt super. Aber viel gespart. Doch, haben wir eigentlich damit gespart. Abrollen und da sind wir schon. Ich glaube, wir haben soeben eine Menge Weg gespart, die wir sonst außen rumgelaufen wären. Naja, ich hoffe, es hat sich auch gelohnt. Dann müssen wir jetzt irgendwie zu diesem alten Tümpel kommen, wo wir an der Höhle wieder vorbeikommen. Das heißt, hier müsste das sein. Hier ist der Tümpel gleich, genau. Ich sehe da hinten gerade so eine interessante Klippe übrigens. Huch! Wie? Das sind Echsen? Was? Was soll das denn jetzt? Wie sind da Echsenviecher? Alter, die kriege ich doch nicht. Ich krieg doch keine zwei Echsen klein. Ich gehe mal andersrum. Ich hoffe, da sind keine. Ach du Scheiße. Wir brauchen unbedingt noch zwei Level up. Ich muss mal diese Brontosaurus killen. Ach, jetzt habe ich noch ein Schild. Vielleicht klappt es ja damit. Moment, wieder bequemer hinsetzen, wie immer. So. Hallo. Tja. Oh, ja. Oh yeah! Hä? Wow, wow, wow! Ah! Hä? Ja! Alter Schwede! Willst du mich verarschen? Hey, Framerate. Das gibt's doch nicht. Na also. So, das war jetzt mal ein bisschen getimed Erfahrung. Da kriegen wir die Erfahrungspunkte. Darum geht's mir dann eigentlich. Dass wir von denen die Erfahrungspunkte auch noch kriegen. Oh, eine Ogerwurzel. Ist natürlich super. Wir sollten also alles umbringen, was nicht nied- und nagelfest ist. Und ich frage mich jetzt immer, was das immer für Klippen sind, die so da unten vorstechen. Ob man da vielleicht noch irgendwas findet? Die Frage ist nur, ob man da hinkommt, aber aus irgendeinem Grund müssen die noch da sein. Puh. Ich glaube aber nicht, dass wir da hinkommen. Ach, das ist, okay, deswegen ist die da. Schade, hätte ja funktionieren können.
Die Echsenmenschen geben natürlich auch nochmal XP, damit man hochleveln kann. Andererseits, das sind bestimmt keine Elite-Krieger. Ich weiß aber nicht, ob wir die einfach so wegsemmeln können, weil der Priester war ja schon ziemlich hart. Und das sind jetzt zwei. Vielleicht heißt das, oder das sind wahrscheinlich zwei Kämpfer, vielleicht heißt das aber auch, dass wir die... Huch, wollte ich gar nicht. Ich wollte erstmal den hier machen. Und weil wir so viel davon haben, nam 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 nam, zwei Stücken Fleisch und drei Stücken Fleisch und vier Stücken Fleisch und fünf Stücken Fleisch. Speichern. Echsenmensch. Sind also keine Krieger, sind aber nur Echsenmenschen. Hui. Toll. Hat er sich einfach um den Pfeil drum geschlängelt, der kleine Echsenmensch. Na, oh, Framerate! So, Semmel Nummer 1 ist kaputt! Scheiße! Ja! Alter, der haut jetzt nochmal richtig rein! Ja! Ja! Echsenmensch kaputt! 180 Erfahrung! Echsenschwerter! Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Aus den Tempeln natürlich, angeblich, zufällig, jetzt, wo wir den ersten Echsenpriester gesehen haben. So, wo ist denn das andere Schwert? Haben wir das schon? Nee. Ich will doch hier nichts zurücklassen. Dämonenklinge haben wir hier, Echsenschwerter. Klingenschaden 50, wir haben ein besseres. Ja, wo ist denn dein Schwert, Alter? Ich will das verkaufen. Ich suchte und suchte. Doch das Schwert war vom Erdboden verschluckt. Vom Pferdboden, wollte ich gerade sagen. Es war ein Echsenschwert. Und so schlängelte es sich am Wegesrand entlang. Wie eine kleine Eidechse im Sommer. So, genug gelabert. Ich hoffe mal, dass jetzt nicht wieder überall neue Viecher sind. Weil wir sehen momentan ja nicht unbedingt sehr gesund aus. Ich möchte auch nicht alle Heiltränke verbraten, ehrlich gesagt. Hier sieht es ja soweit ganz clean aus. Ach, das ist doch, das kann doch nicht sein, dass meine Nase ständig juckt, wenn ich was aufnehme. Das ist bestimmt schon so voll psychotisch. So, ach, guck mal, er nimmt auf. Ich juck jetzt mal eine Runde. So. Freunde der Nacht. Hier ist auch noch alles sauber. Wie kommen die Echsen denn da bitte schön an diesen schönen lauen Sommertag einfach so aufs Feld? Ich speichere hier mal vorsichtshalber. Mann, wenn ich nur eine bessere Rüstung hätte, das wäre schon viel wert. Die Frage ist, wo kriege ich eine bessere Rüstung her? Vielleicht können wir uns ja eine kaufen, wenn wir den Druiden befreit haben. Natürlich glaube ich da keine Sekunde dran. So, noch mehr Echsenmenschen. Das ist ja richtig super. Wo immer die jetzt herkommen. Ich guck mal ganz kurz, ob ich da im Bett pennen kann, ohne dass man mich raus... Ach, nee, kann ich ja nicht. Hey, Rufo. Hm. So, kann ich bei euch was kaufen? Was hast du zu verkaufen? Ring der Verstohlenheit ist super. Rohes Fleisch brauche ich nicht. Brauche ich alles nicht. Kieferzange, Kurzbogen, Jagdbogen brauche ich alles nicht. Schade. Über die Jagd beibringen wollen wir auch nichts. So, pass mal auf. Ich hau mal die drei rein. So. Und so.
Und anschließend wieder die neuen. Nam, 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 nam. Nam, guck mal, Hund, wie ich hier Fleisch esse. Oh, ist das köstlich. Mh, mariniert und gepökelt. Oh, lecker, lecker, lecker. So. Speichern und dann gucken wir mal, ob wir an die Echsenmenschen vorbeikommen. Mann, Alter! Alter! Komm mal klar! Los, greif an, Rufo! Oh. Ja. Scheiße! Oh, ja. Danke, Hundi! Huch, Teleportstein! Was war denn das für ein Teleportstein gerade? Bestimmt für den Weg hier. Eiser, Popeiser, das gibt's doch gar nicht. Und die beiden sitzen da gemütlich am Feuer, während wenigstens der Hund mal aufgepasst hat. Naja, was soll's. Hier ist noch ein Echsenschwert. Ich bin mal gespannt, wie viele von denen wir auf dem Weg noch treffen werden. Aber andererseits ist natürlich super für Erfahrungspunkte. 160 pro Person. Ach, dich habe ich ja ganz vergessen. Du alter Klumpatsch. So. Ich muss dringend noch neue Heiltränke brauen. Und vielleicht kann ich auch mal größere brauen dann in Zukunft. Mal schauen. Ja. So, was haben wir denn da? Drei Heilkräuter. Tatsächlich, da können wir noch richtig schön viele Tränke brauen. Und die Experience kriegen wir auch. Und wir können mal gucken, ob wir hier irgendwas noch pflücken können, was sich hier mit einem Nein beantworten lässt. Ach doch, da, guck mal. Noch ein Heilkraut, oder was das ist. Sonst noch was übersehen hier? Nee, können wir die Abkürzung nehmen zum Abrollen? Ja, es klappt, Gott sei Dank. Ist das wieder irgendein Vieh? Nee. Ein Baumstumpf oder so. Sah gerade aus, als würde auch wieder irgendein neues Vieh stehen. Das heißt, wir müssen das ganze Land wieder abreisen und gucken, wo wir Echsenmenschen kaputtschlagen können. Um auch ja noch irgendwie alle Erfahrungspunkte zu kriegen, um ja noch Alchemie zu leveln. Boah, das wird hart. Und natürlich alle Quests machen, damit wir möglichst viele Erfahrungspunkte sammeln und dann 2 Punkte Alchemie und dann legen wir richtig los. Dazu noch die neue Rüstung, dann machen wir hier alles klein. Ruckel, ruckel, so. Ich fasse an. Ein magisches Kraftfeld. Au! Vielleicht kann Cyrus mir helfen. Toll. Jetzt zu Cyrus. Mann, ist das sinnlos, dass man das einfach anklicken muss. Das ist so sinnlos. Ach, das hätte doch ein Autotrigger-Event sein können. Das wäre doch viel klarer dann. Der Romanov war doch auch ein Autotrigger-Event. Das wäre hier sehr cool gewesen. Aber egal, nur wissen wir es ja. Das heißt, wir laufen jetzt erstmal ganz schnell zu Cyrus. Da wartet noch irgendwo eine Aschebestie. Nee, nicht da. Irgendwo wartet dann noch eine Aschebestie auf uns. Die holen wir uns dann aber mit neuer Rüstung und oder Stärke.